herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge voller Trauer und Verzweiflung, weil ich mein scheiß Auto nicht platzieren kann. Da habe ich extra 5 Diamanten gesammelt, um ein scheiß Auto zu haben, was ich eh nicht platzieren kann. Was ein Dreck ist das? Oh, hier kann ich es platzieren. Hä, aber hier ist auch ein Gebiet. Ach, nee, ich hab's. Das Gebiet geht genau bis... Ah, keine Ahnung, wo. Ah, wir können jetzt fahren. Oh, huhu. Bin ich ja mal gespannt, wie ich das Auto fahren kann. Oh. What the f... Oh, halt. Aussteigen. Alter. Warte, man hat ein richtiges Radiation-Symbol. Es würde mich aber mal schon interessieren, wo das Zeug ist. Ich dachte erst das grüne Gebäude hier, aber... Oh ja, doch, es ist das grüne Gebäude. Okay. Wobei das hier alles normale Blöcke sind. Hier ist nichts, was irgendwie radioaktiv wäre. Der muss da aber irgendwo... Ah, die Blöcke da, das Ding. Das. Das sind die Blöcke, die Schaden machen. Ja, lol. Genau, Uranium. Ah, nee, es ist Uranium 0. Uranium 0 darf eigentlich keinen Schaden machen. Egal, schnell weg hier. So, da führt eine Straße lang. Boah, Alter, mit Auto fahren ist echt nicht so einfach, wie sich's, wie man denkt. Ich meine, was natürlich prädestiniert wäre, wäre natürlich die Straße, wo wir letztens lang gelaufen sind, diese Brücke da. Weil die einfach nur geradeaus geht. So, die wäre prädestiniert dafür. Hier. Schwebt ein Gummiboot. Lol. Okay. Das hat schon wieder dunkel sein muss hier. Aber. Verfolgen uns auch schon irgendwelche Sandmonster hier. Ich glaub's ja. Hui. Frage mit Marzipan. Oh, hier sind ein paar schöne Bilder. Und die Autostraße endet hier. Gut. Biene Maya, okay. Ich habe da gerade irgendwie noch was gesehen. Ach da, das Ding da. Süß. Kann das Auto auch schwimmen? Nee, ne? Als ob das Auto auch schwimmen kann. Oh, Leute. Also, das ist ist doch kein Schnellboot. Gut, das Auto scheint also nicht unter anderen soliden Blöcken und Wasser zu unterscheiden. Sehr interessant, wer braucht da noch ein Boot? Frage ich mich. Wobei ich mir jetzt die Frage stelle, kann man denn damit denn auch im Lava schwimmen? Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Hohoho. Leider wissen wir jetzt nicht, wo wir hier schnell an Lava rankommen sollten. Können wir da hoch? Tatsächlich. Man kann mit dem Auto echt einfach überall lang fahren. Wow. Also wahrscheinlich außer man hat 2 Blöcke. Dann wird es schwieriger. Aber solange man immer nur einen Block vor sich hat, so wie hier zum Beispiel. Easy, kein Problem. Ist das geil. Gut, hier geht's einmal rein. Ah, verdammt. Warum? Wer hat die Sachen abgebaut? Demjenigen verhau ich gleich. Mein schönes Auto ist nagelneu gekauft. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das Auto kann durch Fallschirm nicht kaputt gehen oder so. Alter, liegt noch am Arsch hier, weg mit dir. Tja, wer braucht noch Strafen, gell? Wenn man ja einfach so durch die Walachei heizen kann.
Kann ich mal bitte wieder hell werden? Eine Scheiße, sag ich euch. Oh, das ist eine riesige Höhle unter uns. Oh. Aber eine künstlich angelegte, das Licht. Ah, ich kann nicht aufnehmen, gut. Komme ich da rein, ohne zu sterben? Müsste. Was ist das denn hier? Ah, in der Nähe hat nur jemand ein bisschen Licht platziert. Frage ist, warum? Gut, dann gehen wir mal zum Spawn. So, voilà. Cool, wir haben ein Auto. Ich glaube, das sollte für die ersten 8 Folgen ein gutes Ziel gewesen sein, was wir erreicht haben. Und das Auto scheint scheinbar keinen Schaden zu bekommen. Zumindest ist hier kein Lebensbalken oder so. Das heißt, ja, ich weiß ja leider immer noch nicht, wie ich auf so ein Stück Gebäude raufkomme, wie ich zum Beispiel da hochkomme. Weil hier ist nirgends so ein Teleporter in der Nähe oder so. Ne, bei dem einen Gebäude da hinten, da bei dem komischen, bei dem Ding da war ein Teleporter unten drunter, wo man hoch konnte. Aber hier sehe ich nichts. Ja, wir gucken uns mal nochmal diese komischen Public-Dinger da an. Was es da noch so im Public-Travel-Net gibt. Ich glaube, ich setze mal einfach mal meinen Homepunkt hier hin. Wobei es auch nicht so viel bringt. Egal. So, wir hatten Protection Tutorial hatten wir, Old Spawn hatten wir, Public Mine hatten wir, Nether. Klingt ja gefährlich. Na, und vor allen Dingen sieht es auch sehr langweilig aus. Na, never mind. Wir gehen mal nochmal zum Travel Net Center. Da werde ich hier erstmal in Ruhe mal ein bisschen was snacken. Ach, ich bin doch. Hallo? Wieso kann ich nichts essen? Ach ne, meint. Ich habe gerade gewartet, bis der rote Balken voll ist, aber Essen ist ja Nahrung, ist ja linker Balken. Easy. Gut, das heißt, er füllt sich das langsam. So, Beacon Shop. Ja, okay. Es sind wirklich diese ganzen Objekte. Hat man jetzt gerade auch extrem gemerkt. Das Spiel lief flüssig. Und da waren keine Armor-Dinger da. Und dann hat es mit einmal kurz gestockt und dann waren auf einmal alle Rüstungen da. Sind also wirklich die ganzen Objekte. Die meint jetzt ein bisschen viel abverlangen. So, hier können wir welche kaufen. Ich glaube, um ein Zeichen zu setzen, kommen wir erstmal. Ach du Scheiße, die Wand dann. Well, I guess we are fucked. Witzige Preispolitik. Für manche braucht man hiervon 11-mal Mese. Für andere braucht man 6 Diamanten. Warum? Warum macht man nicht einfach immer, dass man zweimal hat mit 11 Mese und zweimal mit 6 Diamanten? Da könnte man alle Dinger mit Mese und alle Dinger mit Diamanten kaufen. So brauchst du für den einen das und für die anderen das. Das wäre so, wie wenn du bei Aldi reingehst und die Butter zahlst den Euro und die Marmelade zahlst den D-Mark. So macht halt nicht wirklich Sinn. Versteht er, wie ich meine? Oder... Ja, besseres Beispiel wäre wahrscheinlich, weiß nicht, Butter zahlst in Euro und die Marmelade in US-Dollar oder sowas. Auf jeden Fall verschiedene Währungen. So, hier gibt es uns nichts Spannendes. Schade eigentlich. Gehen wir mal wieder runter. Hatte gehofft, wir können uns ein Beacon leisten und einfach irgendwo ein Beacon hinstellen. Ich meine, wir haben ein paar Diamanten, aber nicht so viele. Ja. Weil wir brauchen ja 11 Blöcke. Das heißt, du bräuchst 99 Meter. Dings da. So. PvP-Arena. PvP-Arena, nö, da gehen wir mal lieber nicht hin. Pixelbiene. Ach, das. Ah, guck mal. Das war das, wo wir lang gefahren sind. Süß. Parkour. Oh. Das vermag nichts Gutes bedeuten. Okay, ist aber ein abgegrenztes Gebiet. Ach, guck mal. Ah ja, okay. Man hat Wegepunkte. Okay. Wo ist Wegepunkt 1? Bist du Wegepunkt 1? Ja. So. Voll aufgefuttert haben wir. Oh.
Okay. Man muss also. Oh mein Gott. Tja, die Frage ist, soll man hier schnell laufen oder nicht? Weil es sieht machbar aus, ohne zu sprinten, aber ich glaube. Ne, eben. Leck mich am Arsch. Gott, wir kommen nicht mal bei den ersten Stufen vorbei. Leider ist hier. Uhr. Oh. Tja, schwer zu sagen, ob man mit sprinten soll oder ohne sprinten. Gibt es irgendwelche Hilfetafeln, die einem das sagen? Ich habe jetzt mal keine Tafeln gesehen. Nö. Also ich sehe hier keine Tafeln. Whatsoever. Hier ist eine kleine Kiste. Gold Lock Chest und bei Yuri. Warum hat er eine geile Kiste? Warum braucht ein Admin überhaupt eine Kiste? Der hat doch Giftprivileg. Das war einmal daneben. Ich meine, man könnte sogar mit dem Home-Befehl cheaten. Das Schwierigste ist tatsächlich unten die Lava. Wo ist. Ach, da ist die NTC3. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich schaff das, komm, warte da, ja. Aber kann sein, dass das Feuer gar nicht wehtut? Ich krieg da gar keinen Schmerz. Ja, siehst du? Mit Sprinten ist das viel zu einfach. Ich glaube nicht, dass man hier sprinten soll. Das fühlt sich nicht richtig an. Wo sind die vier? Moment mal, das war's schon? Oh Gott. Also guck mal, was hier drin ist. Gebackene Kartoffeln. Die nehmen wir auch gerne. Aber ich finde hier keine vier. Also wenn sie noch weiter geht und sieht ja so aus, als wenn es weitergeht, weil hier ist dieses blaue Netz ist halt, wird hier halt noch größer. Dann frage ich mich, wo es hier weitergeht. Zumindest finde ich keine vier. Vor allem schau mal hier oben. Da ist auch die Decke. Ah, hier. Ah, doch, es geht wirklich weiter. So. Es geht hier wirklich. Ach du Scheiße, Mann, dann. Die Frage ist, ich weiß nicht mehr, wo man da hin soll. Ne, weil hier sind ein paar Dinger, aber da hört es dann auf. Wo soll man denn danach hin? Ach du Kacke, da hinten ist so ein Ding, wo man. Und dann? Das ist halt ein großes Loch. Ah, mal gucken. Jetzt ist die Frage. Das Problem ist halt, wenn es hier kein Regelwerk gibt, ich weiß halt weder, ob ich springen darf, also ob ich sprinten darf oder nicht, noch ob es zum Beispiel hier gedacht ist, dass man bei diesen Punkten hier einen Home-Punkt einfach mal setzen darf. Ja, ich mache einfach mal einen Home-Punkt. Set Home. Verdammt. Und jetzt so? Fall ich einfach rein und bin auch tot. Also das verstehe ich nicht wirklich. Was soll man danach machen? Wie gesagt, man kommt hier rüber oder dann auf dem Ding hier. Und jetzt so? Geht's denn irgendwie weiter oder so? Ich sehe zumindest keine 5 oder so. Soll man hier durchfallen, aber hier ist auch nichts, was irgendwie. Verstehe ich nicht.
Genau, man soll da runter und irgendwie hier und dann hier. Also, ich schätze mal, man soll hier wirklich nicht sprinten. Weil, wie gesagt, man hat ja gesehen, ne? Mit Sprinten kann man einfach einmal rüber und bumm, ist man hier. Also, ich schätze mal, ja, man sollte nicht sprinten. Da haben wir zumindest das schon mal rausgefunden. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist, wenn man jetzt hier ist? Weil hier geht's nicht wirklich offensichtlich irgendwo weiter. Zumindest sehe ich nichts. Wo ist eigentlich unser Stuff? Nee, das ist nicht unser Stuff. Unser Stuff müsste da unten sein. Aber da sehe ich gar keine Box. Ach doch, da unten ist eine Box. Oder? Hallo, ich habe keine Ahnung. Ist das unser Stuff? Ja, das ist unser Stuff. Aber ich bin da steht doch, ich bin da vorne gestorben. What the fuck? Dieses You died scheint also auch nicht so richtig zu sein, immer. So, sind wir wieder hier. Ja, da. Verdammt. Gut, finden wir von hier aus irgendwo eine 5? Ne, halt, das ist ja. Genau, das ist die 4. Oder ist 4 schon die Ziellinie? Würde mal sagen, wir holen erstmal unseren Stuff. Hä? Warum fliegt er in der Luft? Wie? Kann es sein, dass diese Berechnung, wo man gestorben ist, hier total vermurkst ist? Wir sind doch da doch dann in der Luft, weil hier kann man doch durch, oder? Aber durch diese blauen Blöcke kann man durch. Da dürfte man also keinen Fallschaden bekommen. Ach nee, man kann doch nicht durch. Ah. Weil ich dachte, ich bin da hinten irgendwie durchgekommen. Hier beim Versuch da hochzuklettern, dachte, dass ich irgendwie durchgekommen bin. Oder da war irgendwo ein Loch. Na, ah, wer weiß das. So. I'm ready. Twumble. So, jetzt sind wir schon mal hier. Und da würde ich mal versuchen, einfach mal von hier aus hier hinten weiter zu springen. Aber eben, die Höhe macht doch keinen Sinn. Bei der Höhe kriegst du eben, stirbst einfach durch Fallschaden. Dieser Parcours hier macht nicht wirklich Sinn. Oder er ist noch nicht fertig. Kann natürlich auch sein, dass er noch erweitert wird. Also, dass er sich quasi noch im Bau befindet. Das ist nicht auszuschließen. Baumeister. Ah, kann ich den Typen anschreiben. Ey, du Hurensohn! So, gut, also hätten wir das schon mal geklärt. Parcours haben wir schon soweit nicht verstanden. Mal gucken, was wir sonst noch hier so erleben können. Handelsschiff. Zeugs auch umsonst. Das haben wir. Oh, nichts drin. Holz, greift zu, kostet dir nichts. Mal, da haben schon viele Leute das haben alles rausgenommen. Ey, lass mich durch. Hier gibt es diese ganzen komischen Steine. Diese ganzen Fragmentdinger. Oh. Also mit Blutzoll. Verstehe. Ja, die werden alle mit Blutzoll verkauft. Oh. Waffel. Süß. Ey, lass mich raus. Kleinitalien. Ist aber sehr klein, das Italien. Ein Haus, das war's. Oh, hier ist die Brücke. Hui.
Hui, und Ende. Da hinten ist was, aber keine Ahnung, ob man da hinkommt. Ich probier mal. Einfach mal ein bisschen zu weit hier. Nein, nee. Also ich sehe hier kein Italien. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe nichts. Das zumindest sehe ich schon mal. Und die Sonne geht wieder unter. Das ist ja Herz allerliebst. Gut, dann würde ich mal sagen, damit, wenn es wieder dunkel wird, sieht man eh wieder nichts. Wir gehen einfach mal zum Spawn. Und dann würde ich mal sagen, sollte es erstmal damit gewesen sein. Bam. Für diese Folge. Und dann sehen wir uns später zu einer späteren Folge, denn dann wieder. Mal gucken, ob wir auf dem Server noch ein bisschen bleiben und da für uns versuchen, mal ein Haus zu bauen oder so. Oder ob wir was ganz anderes machen oder ein ganz anderes Spiel spielen. Nicht mal mein Test. Mal gucken. Das will ich dann alles zeigen. Bis dann.